La Bioästhetik möchte gerne die Studenten, die hochbegabt sind, hier an der Hochschule fördern. Der Hintergrund ist, Studenten brauchen hier eine Menge Geld für Materialkosten. Wir haben das als unwahrscheinlich begeistert und befruchtend erlebt. Wir haben das ja auf mehreren Ebenen dieses Semester gehabt. Sowohl auf der Kreativebene im Sinne von dem Styling-Team, die einfach gekommen sind. Und es war natürlich auch toll für die Studierenden, einfach mit den Friseuren und mit der Maquillage zu unterhalten und eine Wechselwirkung halt eben einfach auch herzustellen. Hier, die Atmosphäre ist ganz fantastisch. Ich bin hier öfters mal am Tag hierher gekommen, einfach um Atmosphäre zu schnuppern, Backstage zu gehen, unsere Leute von La Bioästhetik zu besuchen, die übrigens auch ganz motiviert sind. Es scheint so zu sein, dass Kosmetik und Mode sich doch sehr mögen. Die Jury selber hat gesagt, sie wüssten keine Hochschule in Deutschland, wo so ein Projekt stattfindet. Ja. Das hat uns sehr motiviert. Die Art und Weise, wie es Bioästhetik möglich macht für uns auch wirklich, dass die Studierenden von einer externen Jury, von einer internationalen, hochqualifizierten externen Jury beurteilt werden. Und natürlich der Dialog, der einfach zustande kommt, das haben viele Preise nicht. Mit dem La Bioästhetik Prix du Style de Mulhouse wird eine ausdrucksstarke Kollektion ausgezeichnet, visualisiert durch eine einfache Vielfältigkeit und eine vielschichtige Einfachheit. Nowhere von Eva Innovation in 2012 geht an eine Kollektion, die überzeugt innovativ, innere wie äußere Mobilität thematisiert. Drop the Sword von Veronika Bayerhaus. Ein Wandel von gesellschaftlichen Moment- und Zeitaufnahmen, die den konzeptionellen Ausgangspunkt für die Formentwicklung in der Kollektion darstellen und diese durch Farbe und Material diskutieren bzw. kommentieren. Mit dem La Bioästhetik Prix des Concepts Contemporains wird die Bachelor-Abschlusskollektion Kokunori von Elena Rodnienskaya. Ich hätte es gar nicht gedacht, ich hätte nicht damit gerechnet, gar nicht, total überrascht. Es war eine sehr intensive Zeit, es gab sehr viele Höhen, sehr, sehr viele Tiefen. Ja, es war sehr anstrengend. Ich hätte den Preis eigentlich jedem von uns gegeben, jeder hat es verdient. Ich weiß, dass jeder sehr viel Arbeit reingesteckt hat in das Ganze, aber ich bin sehr froh natürlich. Sehr motiviert haben mich die ganzen Menschen um mich herum, Verwandte, Familie, Freunde, Mitstudierende, die haben mir auch alle sehr geholfen, ohne die hätte ich es nie geschafft. Natürlich gibt es immer wieder Tiefpunkte, aber natürlich auch immer wieder Höhen und ja, man darf einfach nie den Mut verlieren und die Kraft haben und sich da immer wieder rausarbeiten und dann, wenn man an so einem Tiefpunkt ist, einfach wieder, ja, wieder hart dran arbeiten und dann geht es immer wieder aufwärts. Ganz, ganz herzlich Dank für die wunderbare, kreative und begeisternde Kooperation und Zusammenarbeit mit La Bioästhetik auf mehreren Ebenen. Es war einfach wunderbar beflügelt von beiden Seiten und herzlichen Dankeschön. Ich glaube, da sind jetzt auch ein paar Blumensträuße genau deswegen. Also Mädels, ihr wart klasse. Vielen, vielen Dank.